Hi, da ist er wieder. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht ja eh, um was es heute geht. Aber jetzt kommt's. Freut mich eh wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Moment. Ist das Wahrheit oder Fiktion von Sony? Ah? Die Sache gehen wir heute auf den Grund. Also, die Leute, die den Showcase beobachtet haben von Sony, haben sich wahrscheinlich erstmal gedacht, also im Vorfeld, bevor der Showcase war, hey, das neue Sony Handheld, geil, ich fand die PSP so geil, die PS Vita war auch super. Fand ich persönlich auch super. Und dann sieht man dieses Ding hier. Das hier. Und man denkt sich, what the fuck? Also, ich kann gleich sagen, das Ding wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man PS5-Controller da halbiert und dann Monitor da rein tut. Also, glaube ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre so einfallslos. Und dann kann das Ding auch nur Wiimote Play. Also, ich zeige euch heute eine bessere Alternative als das Ding hier. Nee, wenn man jetzt grob zusammenrechnet, ich weiß nicht, was der Preis sein soll, aber wenn so ein PS5-Controller 60 € kostet, und der Monitor da drin auch noch, dann wird der bestimmt um die 100 € oder so kosten, oder wenn nicht sogar mehr. Dafür so nur Wiimote Play kann. Wiimote Play kann das Handy, das kannst du per, weiß was nicht, per PC machen, per Laptop, keine Ahnung. Warum solltest du dir das Ding holen? Scheint mir unnütz irgendwie. Außer sie werkeln noch daran und machen da irgendwas noch rein, was Besseres oder so. So Cloud Gaming Dienst wäre halt richtig geil für die PlayStation. Da könntest du das Ding mitschleppen, wo du willst. Mit PlayStation Remote, da kannst du es halt nur, keine Ahnung, da lässt du deine PlayStation laufen im Wohnzimmer und in der Küche zockst du dann mit dem Ding. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wen das helfen soll oder taugen soll, aber okay. Gut. Aber es gibt eine geile Alternative. No, jetzt muss ich die Erhöhung wegnehmen. Nicht cool. Ah, Moment. Bisschen höher stellen, die Kamera. Ja, so, jetzt. Also, was ich empfehlen würde, wäre der Gamesir X3 zum Beispiel. Ist jetzt, wie manche schon kennen, so ein Android-Controller. Aber wie gesagt, am Handy kann man ja auch das Remote Play machen vom PlayStation. Und am Handy kann man wesentlich mehr machen als nur PlayStation. Und das werde ich euch heute mal ein bisschen zeigen. Falls ihr euch wundert, warum der Chat da links ist, ich habe keinen zweiten Monitor, ich mache das immer übers Handy, den Chat. Also habe ich ihn jetzt da oben links, damit ich halt euch auch sehe, wenn ihr Fragen habt oder so. Der Gamesir X3, ich habe ihn eh da. Hier. Ich kann das also auch gerne nochmal posten, den Link. Ist halt auch so eine Android-Konsole. Die gibt es jetzt. Ich glaube. Muss ich mal schauen. Ich glaube, die gibt es eh gerade im Angebot, oder? Angebot. Ja, Angebot, wo denn? Verdammte. Cool, aber wenn man das nicht sieht, was steht denn der scheiß Preis? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen, Mann? Nee, muss ich aktualisieren? Dann wird da kein Preis angezeigt. Ah, jetzt. Also, den gibt es gerade im Angebot für 80 €. Und es steht eh alles da und ich zeige euch das meiste heute. Ich zeige euch Handy-Games, ich zeige euch den Game Pass, ich zeige euch Amazon Luna, zeige euch GeForce Now. Also ihr könnt alles mit eurem Handy. Also, warum sollte ich dann dieses Ding kaufen? Dieses Project Quark? Ich glaube, das heißt Quark. Für Kuh, Quark. Ist es Quark? Also, wird es Quark heißen, tippe ich mal. Und wenn jetzt welche kommen sollte, ja, da redet der Xbox-Fan und ja, da macht die PlayStation wieder schlecht, das macht Sony schlecht. Also, nur so nebenbei. Ich habe auch PlayStation seit PlayStation 1. Ich habe die 1er, die 2er, die 3er, die 4er. Und Xbox habe ich nicht meine einzige. Ich finde den Ultimate Game Pass geil. Den finde ich cool. Aber ich habe keine Xbox. Also ein Fanboy. Nee. Aber wie gesagt, der Gamesir X3, der ist echt geil. Nicht, da kann man auch die Buttons tauschen. Also wenn man jetzt das Xbox Layout nicht will, kann man das Switch Layout haben. Hier. Also echt cool das Ding. Es gibt verschiedene Knöpfe, verschiedene Höhe, wie man hier sieht. Mehrere D-Pads. Also das Ding ist eigentlich echt geil. Und
Das Geile ist, es gibt einen Lüfter hinten. Gut, Manko habe ich auch. Das Ding hat halt keinen Akku. Das heißt, zum Beispiel der Lüfter hier hinten, der funktioniert halt nur, wenn man den irgendwo ansteckt oder so. Also das Ding hat keinen Akku. Das funktioniert halt rein nur übers Handy. Genau, und den zeige ich euch heute mal. Der ist eigentlich ganz cool, das Teil. Und warum der X3 besser ist als der X2, werde ich euch auch noch verraten. Erstmal wegen dem Kühler. Den hat man hier. Und zweitens, man kann sein Handy auch dabei laden. Also während man zockt, kann man das Handy da laden. Das geht beim X2 leider nicht. Darum ist es eigentlich ganz geil. So. Und das Project Quark, das könnt ihr vergessen. Ich werde es euch dann nochmal über den PC auch zeigen, dass das Remote Play hier auch funktioniert. Es erschließt sich halt einfach nicht, wofür. Wenn die jetzt doch sagen würden, ja, es gibt Cloud Gaming für die PlayStation und damit könnt ihr es nutzen. Geil. Cool. Aber, naja. Also, wir legen gleich los. Ich tue jetzt die Kamera nur ein bisschen anders hin. Ich hoffe, diesmal spiegelt es nicht. Meistens spiegelt das immer bei mir irgendwie ein bisschen die Kamera. Schauen, damit wir das richtig hinbekommen alles. Also Project Quark würde ich mir jetzt nicht holen. So geil irgendwie. Oh Mann. Muss mich mal um die Kabel hier kümmern. Also das Chaos da einfach ignorieren da hinten. Ich muss mir mal was Besseres überlegen mit der Kamera. Bestimmt bessere Alternativen. Also der wird auch in so einer schicken Hülle geliefert. Sieht auch ganz nice aus. Und so sieht das gute Stück dann aus. Ich glaube, man erkennt selber, wie das halt dann funktionieren soll, ne? Es gibt eine Software, die müsst ihr euch runterladen. Aber CCE, da habt ihr so einen QR-Code. Den tut ihr dann einfach scannen. Und da installiert er bei euch beim Handy sofort die Software. Eigentlich auch ganz nice. Zum Reinlegen. Was halt jetzt geil ist. Der Gamesir X3. Also wenn ihr so ein faltbares Handy habt, wie ich, dann geht das sogar da rein. Ich zeig's mal kurz. Hier habe ich jetzt mein Handy. Dann tut ihr es da einfach da rein. Oh, Moment, ich muss kurz was machen. Was nicht ganz nice ist. Also, die Hülle müsst ihr leider runter tun. Bei mir. Nee, sonst erkennt das Handy leider nicht. Also, die eine Seite der Hülle ab. Dann seht ihr den Noppen da. Dann tut ihr ihn einfach durch. Jetzt sind wir schon drin. Und dann tun wir den einen auseinander. Und es einfach einrasten lassen. Und zack, schon ist er drin. Jetzt seht ihr, dass er sich verbindet. Okay. Oh Mann, ich mach mal das Licht aus. Mach mal koppeln, ja. Ich hoffe, ihr seht mich dann noch ohne Licht. So. Spiegelt's nicht so. Und ihr seht selber, schon funktioniert's. Und falls jetzt jemand sagen sollte, mit dem fetten Handy, sitzt das ja nicht so fest. Okay. Also sitzt schon bombenfest. Nicht schon geil mit dem Fold 2, würde ich sagen. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja, bei dem PlayStation Quark, da habe ich einen größeren Monitor. Ja, gut, das mag sein bei manchen Handys, aber mit dem Games hier, da habt ihr eigentlich eh den ziemlich weit vor euch, immer wenn ihr zockt. Da geht eigentlich die die Größe dann vom Handy, finde ich. Also, kann jetzt hier zum Beispiel beim Game Launcher. Ja, gleich das Remote Play, da gibt es eine Sache. Vielleicht funktioniert das jetzt. Der Controller mag das Remote Play irgendwie nicht von der PlayStation. Fragt mich jetzt nicht warum, keine Ahnung. Hoffentlich komme ich jetzt gleich rein. Ja, das sage ich ja. Aber ich weiß nicht wirklich, ob es am Controller liegt. Ein bisschen verteidigen muss ich, weil, wenn ich einen Screenshot machen will, dann zeigt er auch die Meldung an. Also, vielleicht könnte es auch an Sony liegen. Aber ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen oder irgendwas sagen, aber ist halt komisch eigentlich. Aber theoretisch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, theoretisch könnt ihr auch über die Buttons hier
Das finde ich eigentlich schon cool bei Sony. Die unterstützen das sogar, dass man die Buttons da hernehmen könnte. Finde ich eigentlich auch nice. Wie gesagt, PlayStation Remote funktioniert übers Handy. Das funktioniert über einen PC. Also, warum sollte man sich Project Spark holen? Das erschließt sich mir halt irgendwie nicht. Ich werde es euch nochmal mit dem PC dann zeigen, nämlich da kann ich ein. Gut, ich könnte jetzt mit dem Handy auch den PS5-Controller verbinden, da wird das auch funktionieren, theoretisch. Aber hier, das funktioniert leider nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich am Controller jetzt liegt. Das kann ich leider nicht sagen. Also mit dem Fold ist das halt richtig geil zu zocken, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt ein riesen, riesen Monitor, das ist halt richtig geil. Aber ja, verstehe ich. Fold ist halt nicht gerade billig, ja, stimmt. Gebe ich recht. So ist es eigentlich ganz nice. Ihr habt auch hier, ich zeig mal, sieht man das? Ihr habt auch da jeweils zwei Buttons. Da. Da ist der Kühler. Wenn ihr jetzt im Endeffekt. Moment, ich will jetzt nichts irgendwie vorstellen oder so. Wenn ihr jetzt den Kühler anstecken solltet, dann schaltet der sich auch ein. Verschiedenfarbig. Der kühlt halt auch ganz geil. Aber es funktioniert halt nur, wenn ihr einen eingesteckt habt. Also ihr seht es ja, bewegen kann ich ihn leider nicht. Ich könnte jetzt per. Also das wird schon funktionieren über die Dinger hier. Und das Remote Play funktioniert eigentlich auch ziemlich flüssig, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe ja auch meistens immer. Ich habe auch schon gestreamt über den PC, God of War. Das Remote Play funktioniert schon gut. Aber zeige ich euch ein paar Alternativen, warum das Game Sear 3 in meinen Augen halt doch besser ist. Das ist halt zum Beispiel auch hier den Xbox Game Pass. Schauen wir mal rein. Das Cloud Gaming ist gut, wenn ihr keine AAA-Titel zockt. Beim AAA da wieder ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, da funktioniert nicht ganz so geil. Sci-Fi Rush können wir zum Beispiel mal. Da funktioniert das Cloud Gaming ganz geil. Aber wenn ihr zum Beispiel Forza zockt oder so, das würde ich mir eher am PC runterladen und dann zocken, nämlich über die Cloud, das funktioniert nicht so geil. Ich hoffe, der Ton passt auch, dass ihr auch was hört. Hier haben wir zum Beispiel Hi-Fi Rush. Ist auch ein richtig geiles Game. Ich weiß, das Video wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Also jetzt live auf Twitch und auf YouTube tue ich es dann auch noch laden. Das beliebige Taste mal gerade sehen, ich habe es A gedrückt. Also es funktioniert halt echt super, auch ohne Verzögerung oder so. Ja, auch schon ein bisschen gezockt. Also funktioniert eigentlich echt gut. Hier, man sieht es ja. Kann man das einblenden lassen. Ich hoffe, man sieht auch alles. Ich will das Bild nur nicht größer machen von der Facecam, nämlich sonst ist es voll verpixelt. Ich hoffe, das Bild reicht halt soweit. Da gibt es nur ein bisschen Gameplay. Ich glaube, man sieht es auch, dass es echt gut funktioniert. Von Games hier X3 bin ich schon überzeugt, muss ich ehrlich sagen. So, das soll es jetzt schon hier gewesen sein. Wie gesagt, ich will nur mal ein bisschen was zeigen. Nicht, sonst sprengt das Video komplett. Gehen wir raus. Zack, gehen wir wieder in die Loge rein.
Probieren wir mal ein GeForce Now. Bevor es jemand fragt oder so, weil manche sagen, GeForce Now, das kostet. Nein, das stimmt nicht, das kostet nichts. GeForce Now kostet gar nichts. Also hier sind wir zum Beispiel bei Cyberpunk 2077. Gehen wir auf Spielen. Wenn man halt nichts für GeForce Now zahlt, dann ist halt das einzige Manko, dass man nur eine Stunde zocken kann. A und B, man hat eine Warteschlange. Also hier hat man jetzt zum Beispiel 67 Spieler vor sich. Das GeForce Now ist umsonst. Weil ich schon von ein paar gehört habe, dass das was kostet. Das kostet nichts. Also wir müssen jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube, die Zeit nehmen wir uns. Wir warten jetzt ein bisschen. Und dann zeige ich es gleich. Cyberpunk funktioniert auch mit dem Controller, habe ich auch schon versucht. Sagt, das Ding ist schon echt super. Und das Geile ist halt, sagt, hier habt ihr zum Beispiel so einen Lader. Also das heißt, könnt ihr hier einstecken. Da sieht man es eh, oder? Er lädt. Ja. Also im Endeffekt könntet ihr auch so da euer Handy noch laden und dabei zocken. Also ich finde die Games hier X3 echt cool, muss ich sagen. Wirklich. Hammer Teil. Wie gesagt, es kann halt echt viel. Und wenn der das PlayStation, also der PlayStation Quark, nur Wiimote Play kann, dann glaube ich, wird das echt in die Hose gehen für die. Ich hoffe jetzt nicht, dass der nur das kann. Alle Leute können es hier da hinstellen. Na, nicht mal. Das Ding zu fett ist. Müssen wir halt ein bisschen warten, bis er geladen ist. Na gut. Man sieht ja Spieler vor ihnen. Sieht man das mit den Spielern? Und man muss halt Wartezeit in Kauf nehmen. Also wenn man für GeForce Now nichts zahlen möchte, dann muss man halt immer warten, bis man reinkommt. Und eine Stunde kann man halt zocken und dann wird man halt rausgeschmissen. Und dann kann man halt nochmal rein, dann muss man halt nochmal Wartezeit in Kauf nehmen und nochmal eine Stunde zocken. Mir persönlich macht das jetzt nichts aus, weil ich zocke meistens eh nicht so lange. Also ich finde GeForce Now schon eine feine Sache. Vor allem ist das ein Cloud-Dienst, der wirklich gut läuft. Da wirklich bei GeForce Now, da hatte ich noch keine Probleme. Sogar solche Spiele wie Cyberpunk funktionieren bei denen echt gut. Müssen wir jetzt nur ein bisschen warten. Ah, jetzt lädt eh schon. Ihr könnt mir auch sagen, ob ihr GeForce Now schon mal ausprobiert habt oder noch nicht. Vor welchen Cloud-Dienst ihr hernimmt, würde mich mal interessieren. Vielleicht nehmt ihr auch die Xbox her. Vielleicht GeForce Now, vielleicht Stadia. Naja, vergessen wir mal Stadia. Also, sagt. Und schon sind wir in Cyberpunk drin. Und das sieht halt auch richtig gut aus. Finde ich jetzt. Ich hoffe, man sieht es auch, auch wenn es ein bisschen spiegelt. Ich weiß, dass das ein bisschen blöd ist irgendwie mit dem Spiegeln. Aber theoretisch, ich weiß nicht, wie viel ihr seht, wenn ich jetzt das Licht hier ausmache. Überhaupt noch was sieht. Vielleicht ist dann besser. So, da können wir hier drücken. Und ihr seht es ja. Controller wird erkannt. Okay, Benutzereinstellungen sind beschädigt, aber ja, wir sind trotzdem drin. Aber nicht mehr. Gehen wir auch fortfahren. Darum sage ich ja auch, der Game CX3, ja gut, es gibt auch andere Android-Controller, aber ich finde halt den super. Finde ich halt cool. Man kann so viel damit anstellen und den gibt es jetzt, ja jetzt ist er sogar günstiger, den gibt es halt im zweistelligen Bereich, muss ich halt sagen. Schon sind wir drin. Ich zeige jetzt den Controller ein bisschen. Für eine Cloud sieht das echt gut aus, finde ich jetzt persönlich. Weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Der Bildschirm ist halt richtig geil auch noch. Also für Volt 2, ich finde das Volt 2 ist eigentlich richtig geil. Und da habt ihr halt auch einen riesen Bildschirm.
Und man sieht alles. Das Coole ist halt, ihr könnt auch immer Screenshots machen da unten dann. Ist auch nicht schlecht. Was ich ja zugeben muss, wenn jetzt R3 oder L3 drückt, das ja funktioniert halt nicht ganz immer. Fühlt sich halt ein bisschen komisch an. Es funktioniert, aber es fühlt sich halt ein bisschen komisch an. Okay, ihr seht es ja selber, es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hoffe auch. So, dann gehen wir gleich zum nächsten, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Ich sag, ich will nicht so viel Zeit verschwenden. Da habe ich zum Beispiel jetzt Call of Duty hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich glaube, da muss ich noch was einstellen. Aber Diablo Immortal funktioniert zum Beispiel gut. Das ist jetzt ein Handygame. Ihr kennt ja Diablo Immortal, ne? El Pass Season Ende bald. Okay, cool. Wie gesagt, das funktioniert eigentlich auch richtig gut. Ich habe Diablo Immortal drauf, weil ich es halt auch mal testen wollte. Ich glaube, ich hab noch kein einziges Diablo, wirklich kein einziges, wo ich bis zum Endgame gekommen bin. Weiß nicht. Ich bock das nicht so krass immer. Bin ich auch Level 22. Und ihr seht ja, da funktioniert eigentlich die Steuerung auch ganz gut über das Ding. Wenn ihr euch dafür interessieren sollte, es ist bei meiner Hardware-Liste drin. Könnt ihr euch den Gamesir X3 anschauen. Euch überlegen. Auf jeden Fall besser als das Project Bug. Hier, das Steuern funktioniert. Jetzt hoffen wir mal, dass da betreten. Dass wir da auch gleich was finden, dann können wir gleich ein bisschen schnetzeln. Oh ja, das sind welche. Also hier. Also ihr seht es ja selber, es funktioniert eigentlich echt gut. Der Controller erkennt alle Eingaben. Ich finde jetzt auch nicht, dass da irgendeine Eingabenverzögerung ist oder sowas. Also finde ich echt. Der macht eine gute Arbeit auf jeden Fall, der Controller. Meinem Finger. Und es funktioniert Touch auch trotzdem noch. Ist nicht schlecht, ne? So, jetzt habe ich zum Schluss noch etwas. Wo ist der? Toll. Moment, dann gehe ich raus aus dem Launcher. So, Amazon Luna habe ich vorher noch angesprochen. Falls jemand Amazon Luna noch nicht kennt, Amazon Luna hat jeder, der Amazon Prime hat. Also jeder Amazon Prime-Mitglied hat Amazon Luna. Weiterspielen. Mega Man 11 kann ich gar nicht weiterspielen. Je nachdem, wenn ihr jetzt nur Amazon Prime habt, habt ihr immer eine Auswahl zwischen 4 Spielen. Mega Man X kann ich gar nicht mehr, oder? Ja. Und dann müsst ihr euch Luna Plus holen. Aber ganz ehrlich, das will ich mir nicht holen. Also jetzt als Prime-Mitglied hat man jetzt die Wahl zwischen Fortnite, ja, die haben jetzt Fortnite auch mit drin, frag mich nicht warum, Batman, Citizen Sleeper, Monster Harvest, Streamworld heißt, ja, ich euch ein richtiges Spiel zeigen will, also so ein AAA-Titel, darum zeige ich euch jetzt Batman. Gehen mal drauf. Und dann gehen wir auf jetzt spielen. Als Steam heißt, habe ich auch schon ausprobiert, das ist in Deutsch. Warum das Batman nur in Englisch verfügbar ist, kann ich selber nicht sagen. Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt. Naja. Na? Geht's? Geht's nicht?
Hallo? Hätte es gerade noch? Ah, jetzt hat. Hat ein bisschen gedauert. Wollte gerade sagen, ich hab eigentlich alles getestet, bevor ich es euch gezeigt habe. Nach dem Motto, damit ja nichts passiert. Ich hasse das immer, wenn man irgendwas zeigt und dann funktioniert irgendwas nicht. Aber ich glaube halt, dass das Amazon Luna halt auch nicht viele Chancen hat irgendwie. Vor allem, dass man halt auch immer nur 4 Spiele hat als Prime-Kunde. Naja. Und ob man sich Amazon Luna jetzt holt, per Preis, das weiß ich jetzt nicht wirklich, ob man das machen sollte. Aha. Also, wie gesagt, ich habe gestern nur kurz reingeschaut. Ja, man will nur die Steuerung ein bisschen sehen. Den Anfang kennt ihr eh. Also wer den Anfang nicht kennt, der muss das unbedingt nachholen. Das Arkham Knight ist ein super Game. Schade, dass man nicht überspringen kann. Aber ich glaube, man sieht es eh, das läuft echt ziemlich flüssig. Also da hat man auch keine Verzögerung oder sowas. Amazon Luna ist schon nicht schlecht. Muss man jetzt tippen wegen dem Feuer. Das Arkham Knight war echt ein Hammer-Game. Nur das mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Fahrzeug zum Panzer machen, das war halt nicht ganz so geil mit dem Batmobil-Passagen, aber sonst war es echt ein Hammer-Game. So, jetzt hat. Oh Mann, ich kann jetzt leider nicht viel Gameplay zeigen, glaube ich. Oh, skip, skip. Skip. Ja, okay. Ah, skip. Ach, kein Skip halt. Skip. Ach, okay, kein Skip. Wie gesagt, viel kann ich euch leider nicht zeigen, aber ich glaube, ich kann es euch zeigen, dass die Kamera wie es gut funktioniert. Und dass das Herumlaufen auch gut funktioniert. Und ihr seht ja, es läuft ja auch flüssig. Das hat man auch keine Probleme. Also Amazon macht seinen Job schon gut, obwohl ich nicht glaube, dass das nur da viel, wie schon gesagt, viel Erfolg haben wird. Wenn wir uns umsehen. Also wie gesagt, tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen spiegeln sollte, wenn wir uns bewegen. Also erkennt die Bewegung Anhieb, man sieht es ja. Okay. Aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Also ihr könnt auch so durchs Menü auch noch. Nicht ganz nice als. Wie gesagt. Wenn ihr wirklich eine gute Alternative haben wollt, holt euch das Gamesir X3. Das ist wirklich echt mal was Gutes. Im Gegensatz zu dem hier da unten. Man sieht das Teil da oben. Ja. Also. Ich würde mir den Sony Project X. Also, wenn er echt nur als Remote Play kann, dann sehe ich da keine Zukunft. Wirklich. Wenn sie jetzt mit dem Cloud. Gaming-Dienst irgendwo kommen sollten um die Ecke, dann cool. Dann wirklich cool. Achso, naja. Also, jetzt für meinen Fall war es das jetzt doch nicht.
Also wie gesagt, das war halt nur Just Chatting wegen dem Project Quark. Ich tue jetzt auch ein bisschen Street Fighter zocken. Wenn ihr dran bleibt, würde ich das cool finden. Wenn nicht, lasst mir doch einen Kommentar da, wie ihr das fandet. Positiv, negativ, ob ihr der gleichen Meinung seid. Einfach da. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.